Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Chaos Esel und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht sollte ich Kaugummi doch rauslassen. Ist vielleicht nicht so die beste Art, dann hinterher zu reden. Egal. Wir werden heute über das Thema reden, die Veränderung meines Kanals. Ich werde es euch nochmal näher tragen, was genau jetzt alles passiert, damit ihr jetzt nicht irgendwie Probleme habt. Wie gesagt, dieser Kanal wird sich jetzt stark verändern. Wir werden jetzt gleich alles durchgehen, was sich verändert. Und dann würde ich sagen, Vollgas ins neue Intro. Juhu! Naja, halb. So, Fakt ist, alles, was CPM Design gehießen hat, wird jetzt zu Chaos Esel. Bedeutet, ihr findet mich überall nur noch unter Chaos Esel. Alles wird sich extremst unter diesen Namen verändern. Überall taucht dieser Esel auf, mit dem blauen Kreis, mit dem roten, also roten Esel. Bedeutet, ich werde alles nach und nach, Stück für Stück anpassen. Auf TikTok, auf YouTube, auf Twitch. Überall, wo ich diesen Namen präsent gemacht habe, wird dann quasi alles, verändert. Ich mache genau dieses Video deswegen, damit Leute verstehen, wer ich war und wer ich jetzt bin. Das ist nämlich ganz wichtig, weil viele Leute werden sich erstmal dran gewöhnen müssen, ein Esel statt ein Design vorzufinden. Deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, aber dafür mache ich auch dieses Video. Zum Thema Chaos in dem Namen. Ich bin froh, dass meine deutsche Community, also sagen wir, was heißt meine deutsche Community, leckt mich. Ich bin froh, dass meine Community so schlau ist und nicht Chaos in dem Namen hat. So kann man nämlich sehr gut und sehr schnell erkennen, wer zu Schmieröl und zu Homrecon Vagina gehört, ja. Man kann das sofort herausfinden, weil es gibt keine einzige Person oder Fraktion, die so lost ist, einen Namen nachzumachen und damit provokant Scheiße zu machen. Es gibt wirklich echt keine Menschenseele außer Homrecon Vagina und Schmieröl. Ohne Witz. Ohne Witz. Das sind die einzigen. Es sind einfach die einzigen hoffnungslosen Fälle, also in CPM, ne? Die wirklich so gottlos los sind und das machen. Und darauf war ich nämlich hinaus. So können nämlich andere Leute, die, wie gesagt, Schmieröl und Homrecon Vagina nicht geil finden, schneller herausfinden, wer diese Leute sind, woher sie kommen. Ne? Nur mal so am Rande. Also für viele Leute, die diesen Insider wissen, wen ich gerade meine, die können ihn jetzt anhand meines Namens erkennen, wer die sind. Das ist das Schöne. Ich habe quasi ihnen was zum Fressen vorgeworfen. Sie haben es wirklich verspeist. Und jetzt glauben die ernsthaft, die ficken mich damit. Das Schöne ist, die ficken sich einfach selber, weil sie tatsächlich der Meinung sind, ja, wir ärgern ihn jetzt, wir machen seinen Ruf kaputt. Dabei zeigen sie sich gerade alle so offensichtlich, wer sie wirklich sind und zu welcher Gruppierung sie gehören. Und somit schmälern sie eigentlich ihren eigenen Ruf wieder. Weil meine Community macht sowas nicht. Ich weiß, dass sie meine Wünsche respektieren und ich habe es extra so provokant gedroht, damit genau Homrecon Vagina und Schmieröl darauf reagiert. Und so können die ganze Community erkennen, wer diese Leute sind und woher die kommen und was für Absichten. So kann man ihre Accounts schneller herausfinden. Und ja, somit, falls sie dann nur noch auf No-Name-Accounts switchen, weiß sowieso jeder, dass das Fakes sind. Also von daher Win-Win-Situation für beide Seiten, würde ich mal sagen. Ich habe ihnen die Illusion gegeben, mich damit zu ärgern, aber dabei haben sie sich selber hops genommen. Ich find's einfach geil. Also Leute da draußen, auch wenn ihr mich hassen solltet, aber Schmieröl und Homrecon Vagina mehr hassen sollen, habe ich euch indirekt damit geholfen, diese Leute, zu enttarnen. Also jetzt wisst ihr noch viel mehr, wer zu denen gehört, welche Accounts die alle haben. Und ich glaube, bestimmte Leute freuen sich über IDs und ja,
ich würde mal sagen, an diese Gruppierung viel Spaß. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan gut aufgeht. Ja, ich sag, die haben sich gerade selber ins Knie geschossen. Und ich bin froh, dass sie darauf so reagieren und darauf so, ne? Ihr wisst schon. Ach ja, wie gesagt, mein Name wird überall dein Chaosesel heißen. Und ja, wir werden mal gucken, wie sich dann die Zukunft in Carparking dann so aufbauen wird. Für die Zukunft, ich habe in TikTok jetzt eine 7-tägige Sperre für Streamen. Bedeutet, ich streame auf andere Plattformen. Bedeutet, TikTok ist jetzt komplett stillgelegt. Da wird jetzt nur noch Videos kommen, wo ich sage, yo, ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal ist entschieden. Wisst ihr, was ich meine? Alles andere wird dann nämlich nicht mehr gemacht. Also bitte tut mir einen Gefallen und fragt mich nicht mehr nach, ja, gehst du noch live oder so? Ja, aber nicht auf TikTok. Punkt. Wie gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe YouTube ausprobiert. YouTube ist aber ein bisschen kritisch. Bin ich ganz ehrlich, YouTube ist wirklich ein bisschen kritisch. Also ich habe es probiert, aber diese eine Aufnahme-App, die das Stream auf YouTube möglich macht, ist wirklich kompletter Bums und da funktioniert es einfach immer mit dem Ton nicht. Also wenn ich rede, hört mich einfach keiner so und deswegen ist das natürlich randvoll mit Scheiße. Also machen wir dann auf Twitch. Auf Twitch habe ich jetzt aber auch schon meine Besties zusammen. Die absoluten 0 plus Ultra Hardcore-Fans sind auf jeden Fall immer dabei. Die wissen das aber auch, weil sie auch schon im Discord-Server sind. Und ja. Also meine Streams werden Gott sei Dank nie wirklich langweilig, weil ich habe immer meine Grundbasisbau an Leuten, die immer dabei sind. Und deswegen wird es immer Spaß machen. Klar, die Zuschauer sind generell ein bisschen weniger, aber das ist nicht schlimm. Es ist einfach nur, um für mich den Spaß aufrechtzuerhalten und daraus auch später noch Videos zu machen. Also von daher, alles Win-Win-Situation. Da sollte man sich dann keinen Kopf machen. Ja gut, also Leute, achtet auf den roten Esel mit dem blauen Kreis und vor allen Dingen auf den Namen Chaosesel. Das wird in Zukunft überall vorzufinden sein, was damals CPM-Design war. Achso, am Rande zu meinem alten Namen, ne? Ich will nichts sagen, aber dieser Name war Schmutz. Ich bin froh, dass ich den losgeworden bin, weil ganz ehrlich, dieser Name, der war so billig. Wisst ihr, was ich meine? So richtig billig. Also ich finde, der Name, der hat wirklich gute Arbeit geleistet, aber er ist so billig. Schmutz. Egal, Schmutz! Wie gesagt, ich hoffe, ihr werdet das Stück für Stück verstehen, was auf diesem Kanal hier passiert und auch auf TikTok und sonst irgendwo. Ich hoffe, ihr versteht das und ich hoffe, der eine oder andere kommt dann auch mit. Falls nicht, wird man das wahrscheinlich früher oder später dann selber mitkriegen, wer wer ist. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Chaosesel. Ciao, ciao.